Hallo und herzlich willkommen zum ersten Prognosespiel in FIFA 14 und wir starten gleich mit dem Sonntagsspiel und zwar gleich mal wieder mit dem Aufsteiger. Was heißt mal wieder? Ich habe ja gesagt, die Aufsteiger hebe ich mir für FIFA 14 auf, wenn wir ja, die aktualisierten Kader haben, weil mit einem Zweitligateam wollte ich nicht unbedingt spielen, obwohl die Braunschweig-Werte wahrscheinlich doch eher dem eines Zweitligateams entsprechen werden. Egal, ich spiele mit Braunschweig in Braunschweig gegen den VfB Stuttgart. Ich lasse die Aufstellung erstmal so, wie sie hier sind, weil die sollten recht aktuell sein. Und deswegen starten wir einfach mal direkt los. Mein allererstes Spiel in FIFA 14 übrigens. Ich habe das Spiel gerade eingelegt und direkt hier den Anstoß gemacht. Also verzeiht mir bitte, falls ich jetzt doch ein bisschen schlecht noch hier spielen werde. Wie gesagt, es ist nun mal das allererste Mal für mich hier in FIFA 14. So. Machen wir hier mal kurz die Challenge zu Ende, würde ich vorschlagen. Ja, dazu müssen wir aber nochmal flach schießen hier, bitte. Na also, klappt doch. Und unsere erste Bronze-Challenge gleich mal geschafft. Also gefällt mir das. Ja, ja, mach hin. Juhu, wir brauchten 5000 Punkte, haben 8000. Das gefällt mir, also los. Braunschweig gegen Stuttgart. Oh, die Kommentatoren sollten noch an sein. Die schalte ich natürlich gleich aus. Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon. Wie gesagt, erstes Spiel. Und Frank Buschmann. Nein, Herr Mikrofon ist eher der Bruno YouTuber Strobel LP. Gegen den VfB Stuttgart. Ja, 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 ja. Sorry, aber ich muss hier ganz ehrlich so schnell wie möglich die Kommentatoren ausmachen. Das geht ja gar nicht. Also ich finde die Kommentatoren jetzt nicht so mega schlecht, aber das passt überhaupt nicht, wenn ich labere und die auch. Also schnell die aus und die Musik mache ich auch mal ein bisschen leiser. Und dann zeige ich einfach mal auf diese Weise meine Aufstellung. Da seht ihr sie. So ein schönes Tannenbaumsystem. Wie gesagt, ich nehme einfach das, was FIFA mir vorgibt. Und dann geht das erste Spiel gleich mal los. Ich habe natürlich die Demo schon ein bisschen gespielt, aber auch nicht viel mehr als das, was ich hochgeladen habe. Das heißt, es ist hier wirklich ziemlich neu alles für mich. Also, über die Außenbahn jetzt. Reichel. Kommt da irgendwie durch? Kommt da nicht durch? Kommt da doch durch? Nein, kommt da am Ende wohl doch nicht durch. Ulreich. Oh, was ist das denn für ein Fehler von Ulreich? Und das ist das 1:0 für Braunschweig. Was war das denn? Auf was für eine Schwierigkeit spiele ich denn hier? Ich habe am Anfang eingestellt Weltklasse, als sie mich gefragt haben. Einsatzfreudig. Hey, erste Trophäe. Na, das war ja mal so ein Riesenpatzer von Sven Ulreich. Direkt in der vierten Minute der Partie und Eintracht Braunschweig führt hier als Tabellenletzter in der Bundesliga zu Hause mit 1:0 gegen die ja gerade so ein bisschen von dem Leistungstief kurierten Stuttgarter. Das hätte ich nun mal überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege jetzt hier mit dem schwächsten Team der Bundesliga bislang in dieser Saison und wahrscheinlich auch in FIFA. Ja, gleich mal im ersten Spiel vollkommen ohne zu trainieren in FIFA 14, dachte ich, kriege ich jetzt erstmal voll die Klatsche von Stuttgart. Aber das sieht ja schon mal ganz anders aus hier. Naja, abseits haben wir alle gesehen. Na dann mal los. Mikakcic. Ratz, Kessel. Was war das denn? Was war das denn für ein schlechter Pass? Freunde, so geht das nicht. Stuttgart, aber das war überhaupt nichts. Petkovic hat den sicher. Jetzt kann Braunschweig hier wieder langsam in den Spielaufbau gehen. Aber so natürlich nicht. Das ist wirklich der Punkt, der mir schon in der Demo aufgefallen ist. Sehr viele Fehlpässe, sehr viele, ja, recht schlechte, recht gute Laufwege der Verteidiger. So, nicht recht schlechte Laufwege der Stürmer, sondern die sind ganz okay. Aber die Laufwege der Verteidiger sind immer so gut, dass der Ball meistens im Mittelfeld schon abgefangen wird und man wirklich nur richtig gut über die Seite kommen kann. Ich zumindest bislang. Flanke. Oh. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da mein Spieler noch drankommt. Kumbela, aber den kann er auch nicht wirklich aufs Tor bringen. Das heißt, es wird jetzt hier wohl etwas mehr Mittelfeldgeplänke werden, als das noch in FIFA 13 der Fall war, wo ja viele Spieler und auch auf der Computer einfach darauf gegangen ist, Hauptsache ich habe den Ball und dann direkt nach vorne. So einfach wird das hier jetzt nicht mehr gehen. So, teuer Kauf. Kriegt den nicht. Aber El Abdelawi ist noch da. Kriegt den aber auch nicht. Ah, aber Caligiuri setzt sich da gut ein. Dann ab nach vorne über Kratz. Kessel.
Kessel geht da gut vorbei am Gegenspieler. Kann nach innen ziehen. Pass zurück. Schuss. Und Ulreich im Tor. Jetzt macht er seinen Fehler auf jeden Fall schon mal wieder gut. Jetzt Caligiuri aus der Distanz. War der noch abgefälscht? Der war noch abgefälscht. Ecke. Bellarabi. Dogan. Und auf der Linie gerettet. Was ist das denn für ein Angriffszwang jetzt von der Eintracht? Von Eintracht Braunschweig. Das hat man in der ganzen Bundesliga-Saison noch nicht von denen gesehen. Flanke. Schuss. Nein. Der nimmt erst an, warum auch immer. Hätte eine Riesenchance werden können, wenn der den abgezogen hätte. Aber er wollte ihn sich nochmal annehmen und ihn sich dann gut vorlegen. Und das war dann halt der Fehler. Stuttgart geht da nochmal dran. Mitte erste Halbzeit. Und bislang ist hier von Stuttgart eigentlich gar nichts zu sehen. Und hier spielt nur Braunschweig. Und das mit ziemlich großer Effizienz. Einige große Torchancen jetzt schon gehabt. Jetzt vielleicht mal eine Konterchance. Ballverlust im Spielaufbau, aber auch das war nicht wirklich gut gemacht von den Stuttgartern. Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Er sucht den Ball noch, hat er nicht gefunden. Müssen wir auf den Einwurf warten. So, Werner, jetzt vielleicht mal mit der Flanke. Aber auch das war nichts. Und wieder Ballbesitz für Braunschweig. Und das waren ein paar Direktabnahmen und dann Bellarabi vorne. Aber auch da ist leider wieder nichts geworden. Werner, sehr gut von Kratz dazwischen gegangen. Und jetzt nach vorne. Kratz, jawohl, kommt da durch, setzt sich da durch. Kratz, Pass auf Kumbela! Und dessen Schuss landet da in einem von den vier Verteidigern, die da rumstanden. So, Stuttgart wieder. Vielleicht wird jetzt mal was mit dem ersten vernünftigen Angriff dieses Spiels. Aber durch ein Foulspiel gestoppt. Weiter Freistoß, aber direkt auf die Braunschweiger. Und jetzt theoretisch die Konterchance. Über El Abdelawi. Unten ist Teuerkauf, aber der ist leider nicht schnell genug. Aber fast hätte er sich nochmal erkämpft, den Ball. Und was macht Ulreich denn da? Wartet wieder lange, bis er den Ball abschlägt. Fast hätte er den Ball da nochmal verloren. So. Ibisevic, der Torgarant auf der Außenbahn. Aber wenn der dort ist, wer soll denn dann bitte die Tore schießen für Stuttgart? Das geht ja gar nicht anders. Oh oh. Glück gehabt, dass da Werner nicht gestartet wäre. Sonst hätte ich denen ja eh nicht vorgelegt wie Ulreich in der vierten Minute. So, jetzt nach vorne. Teuerkauf. Oh, wartet eine Sekunde zu lang. Zurück auf Ulreich. Dessen Abschlag wieder nicht gut. Stuttgart jetzt mal mit einem weiten Ball. Über den schnellen Traoré. Ibrahima Traoré. Maxim! 1:1 Ausgleich. Der erste vernünftige Angriff der Stuttgarter. Und ja, da sehen die Innenverteidiger nicht gut aus, wie Maxim da einfach durch drei Leute vorbeilaufen kann. Und dann steht es hier 1:1, spiegelt sicherlich nicht den Spielverlauf wieder. Aber naja, ist ja oftmals so, wenn ein Team viele Chancen hat, aber sie einfach nicht nutzen will, dann reicht oft ein Angriff. Und ja, schon fällt das Tor für die Gegner. Viele, viele Chancen für die Eintracht, eine Chance für Stuttgart. 1:1. Und jetzt kann Stuttgart natürlich wieder dran glauben. Stuttgart hat jetzt wahrscheinlich wieder den Mut gefasst und greift jetzt auch gleich wieder an über Werner. Aber die Flanke war ja mal null. Also das war ja noch nicht mal in Richtung Tor. Und nicht mal in Richtung Strafraum. Wird jetzt wahrscheinlich gleich zur Halbzeit gepfiffen und so ist es auch. 1:1 ist der Halbzeitstand. Wie gesagt, nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend. Hier sehen wir doch mal den Riesenfehler von Ulreich in der vierten Minute. Dann ist Kumbela da. Und das Tor. Wer hat das jetzt als Chance zu der... Hier erneut. Da war... Kessel war das. Okay. Bellarabi. Der war richtig gut pariert von Sven Ulreich. Und dann hier nochmal der Fernschuss von Caligiuri, der noch abgefälscht war und deswegen auch nochmal gefährlich aufs Tor kam. Dann hier... Naja, das...
Flanke direkt auf den Torhüter ist jetzt nicht so die Chance. Dann ist das hier das Tor, das zum 1:1 durch Maxim. So, wir starten dann mal in die nächste Hälfte. Hier sieht man jetzt nochmal 5:1 Torschüsse für Braunschweig. 56-44% Ballbesitz, auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Also durchaus das bessere Team, aber der Spielstand sagt nun mal nur 1:1. So, erneuter Anstoß, diesmal von den Stuttgartern. Aber viel konnten sie aus dem Anstoß jetzt nicht rausholen. Der weite Ball. Aber El Abdelawi hat irgendwie Probleme mit der Ballannahme. Und dann gibt es Einwurf in der gegnerischen Hälfte für Stuttgart. Seitenwechsel in der Verteidigung. Aber da ist Petkovic. Der weite Ball bringt überhaupt nichts. Jetzt vielleicht wieder ein schneller Angriff. Aber nein, das macht Caligiuri schlecht. Jetzt die Chance durch den schnellen Traoré. Aber da macht passt Petkovic auf. Aber kriegt den Ball wohl nochmal gegen den Fuß von Traoré. Und deswegen gibt es dann doch Ecke. Aber der Kopfball nicht gefährlich. Und jetzt kann es wieder nach vorne gehen über El Abdelawi. Der einzige mit einer positiven Pfeil in der Statistik da eben. Mit einem grünen Pfeil in Matchday. Alle anderen haben entweder gar nichts oder einen roten. Und der Schuss, naja, kann auch besser kommen, sage ich mal. So. Zweite Halbzeit bislang ziemlich ausgeglichen. Beide mit so einer Halbchance. Sowohl Stuttgart als auch Braunschweig. Nichts Eindeutiges, nichts Gefährliches, nichts Spannendes. Aber sind ja auch gerade erst 9 Minuten vergangen. Kratz kriegt den Ball, muss da aber gegen Boca arbeiten, hat 2 Gegenspieler gegen sich, kriegt aber immerhin den Einwurf. Jetzt Wechsel, Abdelaue kommt für den Torschützen für Maxim, der ehemalige Hannoveraner, zusammen mit Rausch in der Sommerpause gewechselt von Hannover 96 zum VfB Stuttgart. Bislang noch nicht wirklich eingeschlagen. Aber das kann ja noch kommen. Vielleicht sogar in diesem Spiel. Spielt jetzt gemeinsam mit Ibisevic vorne doppelte Spitze, wie es aussieht. Das ist aber ein klares Zeichen. Die wollen hier den Sieg. Kumbela jetzt. Kumbela. Ah, legt sich den Ball einen Schritt zu weit vor. Ich dachte, lauf da noch einen Schritt, aber ich dachte, er legt sich nicht ganz so weit vor. Schade. So. El Arabi. Ja, passt mal nicht gut. Dann wieder Stuttgart im Spielaufbau. Über Schwab. Für den Rechtsverteidiger. Abseits. Jawohl, da rechts sieht man es an den Linien. Zwar nicht an den Spielern, aber an den Linien. Dass es wohl abseits war. Jetzt wieder Spielaufbau von Braunschweig. Ein ziemliches Hin und Her, ziemlich ausgeglichen die zweite Hälfte, wie gesagt, bislang. Aber die erste war doch ganz stark für Braunschweig. Also insgesamt muss man dann schon sagen, wäre hier eher eine Führung für Braunschweig verdient. Vielleicht kommt sie ja noch. Kumbela, Flanke. Und das wurde schon mal gefährlich. Teuerkauf, abgeblockt. Nochmal die Chance von El Arabi und dann gibt's Abseits oder was? Ja. Okay, gut. Verständlich, er kommt auch an den Ball. Also abseits gerechtfertigt in die Situation. Hätte vielleicht nochmal eine Fernschusschance werden können eben. Aber war nun mal abseits, also keine Möglichkeit. Jetzt El Abdelawi! Jawohl! Braunschweig führt und das ist durch die starke erste Hälfte auch durchaus gerechtfertigt. El Abdelawi nach Vorlage von Kumbela. Da kommt Sven Ulreich nicht entschlossen genug aus seinem Tor. Und kann ihn dort nicht an diesen Schuss hindern. 2:1 führt der ja, bislang sieglose Tabellenletzte der Bundesliga Eintracht Braunschweig hier gegen Stuttgart und könnte den ersten Sieg dieser Bundesliga-Saison einfahren. Oh, Petkovic. Und jetzt nach vorne. Wieder Kumbela. Holten sich zurück, obwohl er eben schon fast verloren hatte. Und dann der gute Ball auf Kratz.
Was macht Kratz damit? Er ist zu langsam und kann damit keine Torchance mehr erspielen. Stattdessen jetzt Konterchance für den VfB Stuttgart über Abdellaue. Über Ibisevic. Da grätscht noch einer dazwischen. Aber die Chance ist da und die Chance ist nicht nur da, sondern der Ball ist drin. Vedat Ibisevic. Stuttgart macht heute einfach alles aus ihren großen Chancen. Mit dem einzigen Schuss in der ersten Hälfte machen sie das 1-1. Und hier die erste vernünftige Chance in der zweiten Hälfte. Und dann Ibisevic. Den kann er eigentlich nicht mehr vorbeimachen. Petkovic ist überwunden vorm leeren Tor. Ganz alleine schiebt da den rein. 2-2. Braunschweig verspielt die zweite verdiente Führung in diesem Spiel. Muss jetzt erneut ran. Caligiuri. Kommt da nicht durch. Wieder die Konterchance für den VfB Stuttgart. Aber Traoré scheint da schon ziemlich ausgepowert zu sein. Kriegt immer noch den Einwurf. Aber jetzt gibt es den Wechsel auf Seiten der Stuttgarter. Leitner, der Youngster vom BVB, kommt für... Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber erstmal wechsle ich jetzt. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir Bellarabi da mal rausnehmen. Und dafür, boah, wen nehmen wir denn? Boland, ja, nehmen wir den. Komm. Und was sagt ihr, Fitnessstand noch so? Vielleicht sollten wir vorne für Kombe da noch einen anderen bringen. Aber der ist einfach so verdammt schnell. Haben wir noch einen schnellen? Oh, ja. Ja, dann bringe ich hier mal Jackson vorne für Kumbela. Mit dem Braunschweiger Kader kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus. Weil ich die in der zweiten Hälfte nicht, in der zweiten Liga nicht wirklich beobachtet habe und in der ersten Liga noch nicht so viele Spiele mit ihnen erleben durfte. Da kenne ich mich bei den Stuttgartern schon etwas besser aus. El Abdellaoui kennt man natürlich und Kumbela vorne auch. Petkovic ist mir auch ein Begriff, aber ansonsten wird es schon schwierig. Ich weiß gar nicht, ob der Caligiuri und der Bellarabi, den ich da höre, wirklich die sind, die ich kenne. Oder ob das andere sind, die einfach denselben Nachnamen teilen. So. Jetzt hier der Angriff, der Teuerkauf. Über Kratz. Wieder kein guter Ball. Bislang ziemlich enttäuschende Leistung von Kratz in diesem Spiel. Wir sind ja auch schon in der Schlussphase dieser Partie. Die letzten 5 Minuten brechen gleich an. Also wenn Braunschweig hier noch den verdienten Sieg haben will, dann jetzt! Und das war doch mal die Riesenchance. Fel Abdellaoui nimmt den direkt und dann nur ganz knapp am Tor von Sven Ulreich vorbei. Wir sind jetzt in der 85. Minute Abstoß für den VfB Stuttgart. Weiterhin 2-2. Aber mit dem Unentschieden können die Stuttgarter hier eigentlich nicht zufrieden sein. Aber die Braunschweiger können nach der Leistung, die sie hier bislang gebracht haben, auch nicht mit diesem Unentschieden zufrieden sein. Das heißt, die müssten hier eigentlich beide voll und ganz auf den Sieg drängen. Und bislang sehe ich das aber nur von Braunschweig, Caligiuri. Und das war ein ziemlich erbärmlicher Schuss. Aber die Flanke kommt nochmal. Der Schuss. Und Ulreich. Also wie gesagt, hier ist von Stuttgart gar nichts mehr zu sehen. Als wenn die sich jetzt schon mit dem 2-2 in den Feierabend verabschiedet hätten. Zwei Riesenchancen jetzt für die Braunschweiger hier. Aber die Stuttgarter, die kennen wir ja in diesem Spiel schon sehr effizient. Und da hätte zum Beispiel Vedat Ibisevic gerade eben doch mal die Chance gehabt, das Tor zu machen. 3 Minuten Nachspielzeit. Teuerkauf. Wohl faul spielt, oder? Kakao kommt rein für Ibisevic. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, wir wollen vorne noch was machen. Aber ob die Mannschaft das auch so annimmt, das ist natürlich die andere Frage. Gibt Abstoß. Vielleicht war es das schon. Vielleicht war es das. Aber noch ist hier Hoffnung für einen Angriff. So, jetzt nach vorne auf Jackson. Bolland. Aber der macht einen ganz schlechten Pass. Und das könnte es jetzt gewesen sein. Das müsste es jetzt gewesen sein. Und das ist es auch gewesen. Die erste Prognose in FIFA 14 beendet dieser Schiedsrichter nun mit diesem Pfiff. Und es endet 2-2. Und es sieht so aus, als wenn Braunschweig, wenn dieses Ergebnis natürlich der Realität entsprechen würde, den zweiten Punkt in dieser Saison einkassiert. Auch wenn hier eigentlich 3 Punkte mehr als verdient wären.
11:5 Schüsse, 9:3 Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, 1:1 Ecken, eine bessere Schussgenauigkeit, eine bessere Passgenauigkeit. Es hat eigentlich alles gestimmt, nur das Ergebnis nicht. Und ja, ich werde jetzt privat weiterspielen, aber für euch war es das jetzt erstmal. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß, schaltet auch bei der nächsten Prognose wieder ein. Ach so, mein Tipp fehlt natürlich noch. Mein Tipp für dieses Spiel, ich sage, die Stuttgarter werden hier in Braunschweig wohl ganz knapp gewinnen mit einem 2:1. Das ist mein Tipp, 2:1 für den VfB Stuttgart in Braunschweig. Und ja, damit sehen wir uns dann nächste Woche wahrscheinlich zur nächsten Prognose wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.